Ich begrüße euch hier herzlich zu Under Hell. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir sind wirklich stehen geblieben, weil wir kamen nicht weiter. Und das fand ich sehr schade. Und dementsprechend werden wir diesmal mehr dafür tun, dass wir weiterkommen. Und zwar hat mir der liebe Decade hat mir da einen kleinen Tipp gegeben, wie die Dinge aufgehen. Und zwar muss ich einfach nur das Rad gedrückt halten, muss direkt vorstehen bleiben. Und angeblich soll das funktionieren. Tut es aber nicht. Immer noch nicht. Das ist natürlich sehr schade. Weil ich würde wirklich sehr gerne diese Dinger hier aufkriegen. Aber vielleicht ist das ja auch gerade die Ausnahme, dass da... Ach, ich glaube, das war das, was von der anderen Seite kaputt war. Okay, alles klar. Das da muss jetzt nicht unbedingt funktionieren. Aber da hinten kann es funktionieren bei Dinger jetzt hier. Bei der einen Tür hat er gesagt, da soll ich aber vor stehen bleiben. Und da würde das schon funktionieren. Und er meinte auch, dass es nur wirklich eine Stelle gibt, wo es richtig nützlich ist. Komm schon, hör auf. Hör doch auf! Bin gar nicht da. Ja, guck nicht so doof. Also ich bin nicht da. Ja, guck dir. Oh, weißt du, so fängt der Part ja gut an. So dumm ist nicht, dass mir gleich in die Fresse geleuchtet. Na, darauf habe ich ja Lust gerade. Na, sowas brauche ich ja gerade. Na, so ein Spinner wie die hier. Aber ich weiß auch, wie ich diesen Part jetzt lösen kann. Wenn ich das dann hier rausschaffe. Wenn ich es denn hier rausschaffe, dann weiß ich, wie ich das lösen kann. Naja. Aber gut, wie gesagt, hier ist hier eine Seite kaputt gewesen. Und da alles halb so wild. Ich möchte jetzt einfach nur dahin kommen, wo ich hin muss. Dann wäre ich sehr zufrieden. Dann wäre ich sehr glücklich. Man weiß ungefähr, welcher Raum das ist. Aber da muss ich eben halt erstmal hinkommen. Und das ist eben halt ein nicht allzu kurzer Weg. Ich glaube, hier bin ich schon gleich richtig. Ja, hier nach oben muss ich gehen. Hier nach oben muss ich gehen. Und hier, wenn ich da jetzt wohl länger gedrückt halte. Also beziehungsweise wenn ich jetzt einfach nur einmal drücke und warte. Ich sag euch, meine Türen sind verbuggt. Ich sag euch, die Türen sind verbuggt. Ey, was mache ich falsch? Ey, was mache ich falsch? Ich drücke einmal auf E. Ich will euch sagen, ich drücke jetzt einmal auf E. Nichts passiert. Nichts passiert. Das erinnert mich an dieses Ventil von Amnesia. Wo ich mich auch so dran aufgab, wo ich auch nicht verstanden habe, wie das funktionieren soll. Ich hab's irgendwie mit Ventilen. Ich drücke nochmal einmal mit E. Ich kann auch E gedrückt halten. Funktioniert nicht. Ich glaube, mein Spiel ist gebuggt. Naja, ich lade das jetzt einfach mal anstattsweise hoch. Einfach nur, damit ihr das sehen könnt. Das war es auch noch schon von mir für diesen Part gewesen. Ich hoffe, irgendjemand kann mir mit diesem Problem hier gerade helfen. Weil sonst kommen wir mit diesem Spiel leider nicht voran. Ich weiß es nicht. Ich drücke wirklich nur einmal auf E. Jetzt geht das Rad natürlich wieder zurück, klar. Aber wenn ich einmal wieder hindrehe... Es funktioniert nicht. Es funktioniert wirklich nicht. Also, ich bräuchte einmal wirklich eure Hilfe dann, Leute. Ich weiß, dass ich in diesen Raum rein muss. Beziehungsweise... Muss der... Ist der Strom an? Ja, ist er. Ich kann ihn auch wieder ausmachen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Kann es ja jetzt nochmal probieren. Naja, Leute, soviel zu dem Part. Also, angeblich sollen diese Türen aufgehen. Ich weiß nicht, was ich falsch weiß. Ich drücke wirklich die E-Taste und es ist fertig. Aber ich bräuchte da einmal bitte eure Hilfe. Wie mache ich diese Türen auf? Es funktioniert nicht. Ist die Map fehlerhaft? Wenn ja, dann ist das richtig scheiße. Aber ich hoffe, irgendjemand kann mir dabei stehen. Dankeschön. Sonst fliege ich da einfach mit Noclip gleich durch. Okay, Leute. Bis denn. Das ist jetzt auf Deutsch. Finde ich sehr schön irgendwie. Und dann sagt bitte einmal Bescheid. Das kann ja so nicht weitergehen. Tschüss.